Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Red Talk hier auf meinem Kanal Retro und Player. Heute im Hintergrund seht ihr mal Ozu, also das ist nur ein Lied und danach kommt wieder, wie auch gewohnt, Audio Surf. Ja, und zwar möchte ich gerne heute mal über ein Thema reden, was ich schon mal vor 4 Jahren angesprochen hatte. Und zwar ging es damals darum, dass YouTube Deutschland den Bach heruntergehen soll. Also, beziehungsweise geht, also zu damaligen Stand. Ja, und diese Aussage möchte ich eigentlich revidieren, weil das Ganze stimmt so gar nicht. Also, ich würde einfach mal sagen, dass ich, ja, damals einfach falsch gedacht habe, sagen wir es mal so. Aber damals war auch gerade so die Zeit, da wo so halt immer mehr Pranks und so erfolgreich wurden. So 2016, ich weiß ja nicht so. Ich glaube, da war so die Zeit, da wo das echt extrem wurde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich das revidieren, leider vor allen Dingen revidieren. Ja, nämlich, das war mein erstes Red Talk, deswegen ist es mir auch so wichtig, weil sich meine Meinung auch mal ändern kann über einen Red Talk oder über mehrere Red Talks. Und das ist eine sehr interessante Sache, die ich euch einfach mal zeigen wollte. Denn Red Talk hat sich einfach ziemlich krass geändert. Also, ich finde, dass YouTube gerade jetzt sich verbessert hat, meiner Meinung nach. Besonders, weil es jetzt so viele neue, also beziehungsweise nicht, ja, neue kreative Content-Creator gibt. Also, und damals hatte ich halt gesagt auch, dass Tanzverbot einfach, ja, wie soll ich sagen? Ich hatte Tanzverbot halt echt geflamed, sagen wir es mal ganz einfach so. Also Tanzverbot, den hatte ich richtig auf die rote Liste drauf. Also der war für mich unten durch. Aber momentan finde ich, also Tanzverbot hat sich wie gesagt echt gemacht als Content Creator. Schade ist bloß, dass er immer sehr inaktiv ist. Also ein Berliner Jung, der einfach inaktiv ist, ist natürlich nicht so nice. Aber gut, er versucht ja immer wieder hochzukommen und wieder mit YouTube einzusteigen. Ich glaube, er hat einfach das Problem, er hat Motivationsprobleme. Ja. Auf jeden Fall habe ich auch damals gesagt, dass die Trends YouTube komplett zerstören. Von den Trends bin ich jetzt immer noch abgeneigt, weil die Trends interessieren mich halt einfach gar nicht. Aber ich finde, die Trends sind eigentlich gar kein schlechtes Tool, weil man sieht so einfach den Mut der Leute. Also, was die Leute gerne halt spielen, oder spielen mit, nicht spielen, was sie gerne schauen. Sagen wir es mal so. Und das ist eine sehr interessante, ja, ist sehr gut, einfach zu sehen, was man da sieht. Außerdem haben die Trends jetzt in so einen neuen Tab mittlerweile schon integriert. Ich weiß nicht, wie lange der schon existiert, aber da, wo einfach Newcomer immer eingeblendet werden, das ist auch eine sehr interessante Funktion. Ich meine, so werden einfach Leute von YouTube gepusht und das ist eigentlich eine ziemlich nice Sache, wenn man mal so überlegt. Das finde ich ziemlich gut. Also, das haben sie wirklich gut gemacht. Also, finde ich gut. Und ja, allgemein gefällt mir eigentlich das, ja. Das ist richtig nice. Also, die YouTube-Trends mag ich persönlich nicht, aber wie gesagt, die haben schon viele Vorteile, sagen wir es mal so. Ja, und ich weiß nicht, warum ich damals gesagt habe, dass YouTube den Bach runtergeht. Ich finde, gerade jetzt ist YouTube wieder so, ja, also, es macht wieder Spaß auf YouTube. Vielleicht war es auch so der Zeit, da wo ich ein bisschen depressiv war, weil ich gesagt habe, ja, also, da wo ich einfach sehr abgeneigt war von YouTube, weil ich halt auch schon keinen Bock mehr auf YouTube-Videos machen damals hatte. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall muss ich diese Aussage revidieren. Und YouTube-Finish hat sich zum Besseren gewendet. Hier zum Beispiel The Ladder is B, das ist ein toller YouTuber. Müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Zum Beispiel, der macht ziemlich hochqualitativen Content. Der spricht zwar Englisch, ist aber ein Deutscher und der hat auch jetzt momentan einen neuen Kanal angekündigt, da wo er auf Deutsch spricht. Das ist so ein, ja, ich sag mal Tutorial-YouTuber, der sich jetzt mehr im Bereich Videoproduktion richtet. Also der richtet sich im Bereich Videoproduktion basically einfach und macht da Tutorials und macht jetzt nur noch Videoproduktion an sich. Und der Typ ist eigentlich ein ganz netter Junge, würde ich einfach mal sagen. Oder auch jetzt zum Beispiel hier War Tutorials, auch ein ziemlich nicer Guy. Shoutouts gehen raus an ihn. Ich habe mir ein paar Videos von ihm angeguckt. Der Typ, der informiert einen halt darüber, wie man auf YouTube erfolgreich wird, sagen wir es mal so. Ich gucke mir die Videos sehr gerne an, einfach um halt einfach mehr über YouTube herauszufinden. Und das hat mir echt, in manchen Situationen habe ich mir schon ein paar Videos angeguckt und habe gedacht, was der Typ labert, das ist ja eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Das kann man ja mal umsetzen. Ja, und das finde ich ziemlich nice, sagen wir es mal so. Ja, also ich finde YouTube
ja, das Gegenteil. YouTube steigt auf, sagen wir es mal so. YouTube steigt für mich persönlich auf, besonders YouTube Deutschland jetzt. Also, wenn ich mir mal so die Trends angucke, was wir mal machen könnten, so, also, dann sieht man einfach auch, dass ist sich auch ziemlich kommerziell jetzt bewegt, muss man sagen. Aber ich sehe nicht irgendwelche Trash-Sachen auf dir unbedingt in den Trends, die wirklich krass in den Trends sind. Ich muss auch sagen, was so ein bisschen so alles geschanged hat, war auch einfach diese ganzen Reaction-Sachen. Und besonders auch diesen hochqualitativen Content von so manchen anderen Leuten, wie zum Beispiel, ja, wie soll ich sagen, einfach vielleicht mal von Montana Black, wenn man da einfach als Beispiel nimmt, seine Haustour oder sowas. Das ist schon sehr hochqualitativ aufgenommen. Und das ist halt so, glaube ich, die Zukunft von YouTube, dass die Videos halt immer professioneller werden. Natürlich wird es auch immer weiter One-Tag-YouTuber geben, wie Tanzverbot oder sowas, aber das ist ja in Ordnung. Ich meine, Vielfalt ist ja erlaubt auf YouTube und das hat sich auch geändert. Ich war nämlich damals in meiner Bubble einfach drin und habe mir gedacht, jo, scheiße, was der Typ macht. Einfach scheiße, warum macht er das? Und jetzt bin ich einfach der Meinung, lass ihn doch tun. Er hat seine Daseinsberechtigung. Das hat sich bei mir geändert einfach. Und ja, man hat auch gemerkt, dass zum Beispiel so eine ganzen Leute, die einfach nicht, ja, wie soll ich sagen, einfach nicht so effektiv sind, einfach ganz schlechte, die haben es einfach ganz schlecht gehabt. Also man muss sagen, die sind einfach abgestürzt sozusagen. Die sind einfach nicht mehr da, so eine YouTuber, die einfach schlecht waren. Zum Beispiel kennt noch jemand Superman Dennis oder so. Die Typen, die sind einfach nicht mehr da. Die sind einfach verschwunden von der Bildfläche. Und da kann ich noch viel mehr aufzählen. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal für heute. Das war heute etwas kürzere Runde Red Talk. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Haut rein und tschüss. Und bis zum nächsten Video. Oh, und danke für die 300 Abonnenten. By the way, falls ihr euch wundert, warum das Video immer so spontan ist, ich nehme Red Talk allgemein immer One Take auf. Haut rein, tschüss.